Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play der Herr der Ringe Online. Mir ist gerade mein Hallöchen ein wenig daneben geraten, oder täusche ich mich da? Da ist mir wohl ein bisschen die Luft weggeblieben oder was im Hals stecken geblieben oder sonst irgendwie. Irgendwas, irgendwo. Ist ja nicht so wichtig. Ihr werdet das sicher überhört haben oder mir verzeihen oder hätte ich nicht darauf angesprochen, wäre es vermutlich gar nicht aufgefallen. Ach ja, was bin ich doch klug. Ja, was seid ihr eigentlich für Schriften? Moral und Kraft, auch können wir doch einsetzen, wenn wir es schon haben. Genau wie die Münzen. Und ja, ihr seht es vielleicht, Edelhahn-Talismane. Ja, erinnert euch vielleicht auch eine gewisse Person, die das im Kampf gegen eine gewisse Spinne benutzt hat. Hier seht ihr es auch. Sie hält die Münze in der Hand und ein schönes Licht glitzert auf. So, wir werden uns aber wieder auf den Rückweg zu dem anderen Wachtmeister begeben, mit dem wir auch schon öfters mal das Vergnügen hatten. Nein, nicht das Vergnügen, aber das Vergnügen, für ihn Aufgaben erledigen zu dürfen. Okay, das klingt jetzt wieder genau gleich. Egal, egal, wir machen uns auf den Weg. Es wird auch schon langsam Abend, der Lichtstimmung nach. Oder täusche ich mich? Abendröte. Ja, genau so sieht das auch aus. Ja, wirklich, die Wetterwechsel auch sehr schön gemacht, finde ich. Oh, und der Himmel. Wunderschön. Wunderschöne Bewölkung. Da fällt mir auf, wir haben doch noch eine andere Housing-Quest bekommen. Und ist das nicht auf dem... Ach nee, nee, das ist da drüben. Okay, habe ich mich im Weg getäuscht. Es gibt doch mehr als nur diesen Weg hier in diesem Breeland. Da müsst ihr mir das verzeihen, wenn ich mich da mal irre. Oder verirre. Okay, gut, verirren kommt jetzt weniger zum Tragen. Da kenne ich mich bei den meisten Ländereien schon gut genug aus. Aber ja, ich bin trotzdem nicht ganz davor gefeit. Nein, nein, das ist wohl keiner. Besonders in den neuen Gebieten. Ich weiß ja nicht, es kann daran liegen, dass ich erst einmal durch die ganzen neuen Gebiete durch bin. Aber ich finde mich da echt kaum zurecht. Es ist schrecklich. Ich kenne ganz Eriador. Oder kann man das so sagen? Ja, Eriador kenne ich eigentlich auswendig. Wie meine Hosentasche. Aber in den ganzen anderen Gebieten, da habe ich echt Probleme, mich zurechtzufinden, teilweise. Ja, gut, okay. Ist natürlich wirklich so ab, soll ich sagen, 65, Level Cap 65, habe ich nicht mehr so aktiv gespielt. Wird dann wahrscheinlich vor allem daran liegen. Wahrscheinlich, vermutlich. Höchstwahrscheinlich. Und ja, ich hoffe, ich habe die Distanz jetzt schon fast wieder verplappert. Jawohl. Das trainiere ich mir jetzt ja schon richtig an mit dem Spiel. Aber ich weiß nicht, ich habe halt doch, genau wie gegen das Schnellreisen, irgendwie was dagegen, die ganzen Reisen außerhalb der Folgen zu machen, weil ich weiß nicht, es gibt dann immer so eine Lücke und ich bin dann plötzlich an einem anderen Ort und ihr wisst dann nicht genau, was jetzt ist oder wo das ist oder warum das so ist. Weil für mich ist es klar, ich nehme das am Stück auf, zumindest 3 Folgen. Ja, da ist die Reihenfolge klar. Aber wenn ich jetzt überlege, wie ihr das seht, das ist ja meistens mit einem Tag Abstand, mindestens, wenn nicht mehr, je nachdem, wie oft ihr guckt. Oder halt, was ihr guckt, ob ihr alles guckt. Und vor allem, ich kann auch nicht mehr garantieren, dass ich jeden Tag was hochladen kann. Bisher hat das zwar ganz gut geklappt, ne? Mit allen 3 Projekten. Ich bin da ganz erstaunt, dass ich das doch tatsächlich zeitlich hinkriege. Aber. Ja, kann schon sein, dass wenn ich beschäftigter werde, dass es schnell mal passiert, dass uns ein Bär angreift. Aha! Okay, den lasse ich jetzt echt sein, weil ich auf dem Pferd bin. Auf dem Pferd hat das Ganze nämlich keinerlei Einfluss, was die Geschwindigkeit angeht. Da kommt man gut weg. Stimmt, das hätte ich auch noch sagen können. Aber ihr seht, der Bär verfolgt uns immer noch. Ja, der ist schon hartnäckig. Dauert dann echt ein Weilchen, bis die Gegner wieder von einem ablassen. So, Hallöchen, Was Mr. kann ich für euch Grimm. tun? Ranke. Grimranke. Ja, stimmt so. Gut, er hat uns einiges zu erzählen. Das könnt ihr gerne lesen. Tränke bekommen wir. Und einen neuen Dolch? Jawohl. Jawohl. Der ist nicht schlecht. Ich frage mich allerdings, ob wir ihn ausrüsten sollen. Weil ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, wenn ich jetzt unsere Äxte schon wieder austauschen müsste. Aber 5 Macht ist echt auch nicht schlecht. Ach, ich lasse es noch. Ich werde den hier noch nicht ausrüsten.
Ich werde ihn nicht mal nehmen, weil der Stab mehr wert ist. Ich behalte noch für eine Weile unsere Äxte, Könnte wenn ich wir einen dafür schon Augenblick mit Truhen dir sprechen? aufgemacht haben. Die sind nämlich gar nicht so wenig wert. Gut, die niedrigen noch nicht so viel. Aber je höher die werden, haben die schon einen ganzen schönen Gegenwert in Gold. Was sollen wir jetzt machen? Sprech mit Arthur Heubank in seinem Lager. Ah, das ist dann wohl wieder in Arthurs Lager. Da waren wir ja auch schon und haben die Quest mit dem Berninger gemacht. Also die Berninger Quest. Mit uns als Berninger. Mann, was ich hier schon wieder für einen Quatsch rede. Schlimm, schlimm. Gut, aber wir sollen jetzt dahin. Das ist sogar eine weiße Quest. Sehr schön. Ist da hinten. Ja, doch. Hatte ich schon recht. Habe ich mich schon recht erinnert? Ja, da war die Instanz, wo wir diesen Bären beruhigt haben. Ich habe mir das Ganze jetzt wirklich beim Durchsehen der Folge durchgelesen. Und Tatsache, das war kein Gestaltenwandler, so wie das auf den ersten Moment schien. Nein, es war Tatsache. Einfach ein aufgebrachter Bär. Und wir sollen dem Ganzen jetzt wahrscheinlich dann mit unserer nächsten Klassenquest noch ein weiter nachgehen. Ja, da bin ich ja schon gespannt, was diese armen Tiere so wahnsinnig macht. So, auch diese Reise werde ich jetzt halt wieder mit euch durchgehen. Aber hey, ihr könnt ja ein wenig die Landschaft begutachten. Mancher von euch hat da vielleicht nichts dagegen. Andere können es vorspulen oder einfach weggucken. Könnt ihr so machen wie ich. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit echt dazu gewechselt, mir Let's Plays oder Streams fast nur anzuhören und nicht anzusehen. Und halt einfach selber dazu zu spielen oder gerade was sonst am PC anfällt. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen schade, aber man kann immer, wenn was Spannendes passiert, schnell umschalten und gucken, was das so ist. Man hört ja meistens, was so passiert. Und bei vielen, vielen Let's Player oder Streamern, die höre ich eigentlich ja nur, weil ich die Stimme angenehm finde, weil ich den Typ angenehm finde oder halt sympathisch. Das ist für mich so das Hauptkriterium. Da ist es mir auch echt egal, was für ein Skill der im jeweiligen Spiel hat. Oder worum es in dem Spiel jetzt großartig geht. Gut, klar, es gibt auch viele Let's Plays, die ich mir ansehe. Wegen dem Spiel. Keine Frage. Oder Streams in letzter Zeit öfters. Let's Plays gucke ich mir einfach nur, eigentlich nur noch von den Let's Playern an, die ich schon lange abonniert habe und von denen ich auch nach wie vor sehr begeistert bin. Wenn sie denn noch Content bringen, gibt da leider so einige, die sind ein bisschen untätig in der letzten Zeit. Aber hey, da muss halt jeder selber gucken, wie er Zeit hat. Da habe ich auch Verständnis für. Ja. Für die meisten Let's Player ist es halt wirklich noch ein Gratis-Service. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die machen das alles umsonst, genau wie ich. Als Hobby oder als Beschäftigung. Und da sollte man als Zuschauer jetzt wirklich nicht zu herrscherisch sein und da zu viele Ansprüche stellen, denke ich mal. Wenn es einem dann nicht mehr gefällt, kann man ja immer noch wen anders gucken. Da kann jeder frei wählen, ist ja niemand gezwungen. So, wir sind angekommen in Arthurs Lager. Hat ja nicht so lange gedauert. Und entlang der großen Was Oststraße benötigt ihr? können wir gleich abschließen. Er will wahrscheinlich weiter unsere Bitte wartet eine Hilfe. Minute. Er will, dass wir Bündel nachts zu Lutz Farning oder. Ach so, wir sollen das Bündel bringen in der Nacht und wenn es nicht Nacht ist, sollen wir ihn hervorklingeln. Es ist ja Nacht, also dürfte das kein Problem sein. Ich hatte allerdings in Erinnerung, dass hier noch mehr Quests sein sollten. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber das ist scheinbar noch nicht der Fall oder überhaupt nicht mehr der Fall. Es wurde ja auch einiges geändert, was hier so an Quests ist und ja. Da verlasse ich mich nicht mehr allzu viel darauf, was ich noch wusste. Das wird dann auch später immer lustig, weil einige Gebiete wirklich vollkommen überarbeitet wurden und ich keine Ahnung habe, wie das dann genau funktioniert, respektive nur noch weiß, wie es früher funktioniert. Ich habe die ganze Überarbeitungen, die meisten habe ich echt verpasst. So, das müsste das Haus sein, wo die Klingel ist, jawohl. Und wir müssen trotzdem klingeln. Obwohl es Nacht ist. Na gut, es ist eigentlich klar, dass die Leute eigentlich eher nachts nicht so richtig wach oder nicht zu Hause sind. Naja, ist ja jetzt egal. Wir haben Warum geklingelt und belästigt er ihr hat es mich? gehört und ist rausgekommen. Ja, können gleich wieder zurück.
Wir mussten ja nur kurz ein Paket abliefern. Insofern ist das schon erledigt. Ich schnapp mir kurz die Silberader. Dann haben wir wieder kräftig was zu tun. Nach der Session, da mache ich es mir immer ein wenig gemütlich, schaue mir die Folgen durch und handwerke dazu ein bisschen. Oder gebe es sonst noch irgendwelche Quests ab, diese Anschlagtafel-Quests. Ja, wir gehen ja schon wieder zurück, keine Sorge. Sorry fürs Stören, aber es ist ja noch nicht so spät, ne? Abenddämmerung immer noch. Es ist ja noch fast Tag, da kann man uns doch nichts vorwerfen, wenn wir da noch an der Tür klingeln. Habe ich vielleicht gerade beim Abendessen gestört? Das würde mich ja auch nicht gerade freuen, aber hey, jetzt hat er sein Paket, da wird er auch froh drum sein. So, was will denn der kleine Hobbit weiter von Kann ich uns? euch irgendwie behilflich sein? Noch eine Zahlung. Okay, wir sollen hier Schulden eintreiben, oder wie sieht's aus? Naja, wir bekommen EP dafür. Dürfte ich kurz mit euch Das soll sprechen? ja gut sein. Wir sollen jetzt Räuber besiegen. Schon wieder. Ja. Mit Abwechslung haben's ja manche MMOs nicht so. Auch hier ist es nicht großartig anders. Aber wenn man sich die Questtexte durchliest, kann man viele kleine, nette Geschichten erspähen, die dann wirklich ganz nett und lieb gemacht sind. Und voilà, da haben wir endlich die anderen Quests, die hier noch sind. Wenn ich denn in die richtige Richtung reiten würde, da will man noch mehr von uns. Angebot und Würdet ihr mir bitte für Nachfrage. eine Minute eure Zeit Sammelt schenken? Münzbeutel und sammelt Arbeiterwerkzeug. Und lass mich raten, das müssen wir genau da sammeln, wo die Räuber sind. Vermute ich mal. Und was ist die letzte Quest hier drüben? Das ist ein weiterer Hobbit, oder? Nein, es ist ein Mensch. Er Würdet hat ihr nur mich eine jetzt bitte mein Anliegen vortragen lassen? Keilerköpfe. Er hat nur gegen eine Kiste gelehnt, deswegen habe ich es nicht so genau erkennen können. Okay. Keilerköpfe. Oh, müssen wir den armen Keilern jetzt echt die Köpfe abschneiden? Da stehe ich aber gar nicht drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber naja. Wir machen es kurz und schmerzlos, damit die Keiler nicht lange leiden müssen. Ich will gerne noch die Zweige hier haben, bevor ich das Keilerschlachten beginne. Ah, da drüben ist schon wieder eine Erzader. Es ist ziemlich extrem. Zumindest hier noch in Breland gibt es enorm viele Ressourcenvorkommen. Ja. Und trotzdem werde ich mit den Berufen irgendwie nicht fertig. Gut, momentan liegt es fast eher daran, dass ich aufpassen muss, keine Level zu steigen außerhalb der Folgen. Das will ich dann wirklich nicht machen. Das finde ich ist dann so ein kleines No-Go. Weil, ja, da könntet ihr auch gleich überhaupt nicht mehr zugucken, wenn ich alles außerhalb der Folgen mache. Aber jetzt wirklich da noch alles handwerken aufzunehmen oder wie ich zu einer Bank laufe oder, finde ich, ist dann wirklich überflüssig. Ist auch nicht interessant. Das Spiel bietet momentan allgemein nicht ganz so überaus interessanten Spieleinhalt, habe ich so das Gefühl. Aber ich muss jetzt sagen, wenn man es selber nochmal durchguckt und natürlich alles auswendig kennt, ist es um ein Vielfaches schlimmer, wenn man natürlich als fremder Zuschauer das Video als erstes Mal sieht, ist es was anderes. Denke ich mal. Hoffe ich mal ansonsten. Tut es mir echt leid. Aber ja. Wie gesagt, das ganze Projekt ist ja wirklich dazu da, mich ein wenig zum Spielen zu motivieren, mich zu entspannen, mich etwas daran heranzuführen, dass ich das Sprechen ein bisschen besser kann vor Gesellschaft und dergleichen halt, vor einer Ansammlung Leute. Ja, man kann schon so sagen. Und da denke ich, bin ich da schon ein wenig besser geworden. Zumindest nicht mehr ganz so schlimm. Und jetzt frage ich mich, wo da noch Keiler sind. Seht ihr noch irgendwo Keiler? Ich sehe nur Bären. Keine Keiler. Na, klasse. Auf der Suche nach Keilern. Läuft. Da ist einer. Ja, doch. Ich habe nichts gesagt. Aber ich glaube, der nächste lässt dann auch schon wieder auf sich warten. Ich glaube, die Keilerköpfe. Na gut, da haben wir jetzt wieder einen. Okay, es ist nicht ganz so schlimm. Ja, gut. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht zu sehr auf den Kopf hauen von den Keilern, damit wir den Schädel nicht zerstören. Sechs. Ja gut, da ist auch schon wieder der nächste. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Die scheinen da doch in einer gewissen Anzahl vorhanden zu sein.
Hey, und betäuben uns. Jetzt schon das zweite Mal. Lass das gefälligst. Sonst zieht sich das nur noch länger hin und ihr müsst länger leiden. Das will ich euch eigentlich nicht antun. Weil an und für sich mag ich es überhaupt nicht, diese Wildtiere hier zu töten. Ich kann es auch überhaupt nicht leiden, die Wölfe zu töten, weil die so ein jämmerliches Geräusch machen, wenn sie sterben. Da platzt mir fast das Herz. Nicht wegen meinem Bluthochdruck. Nein. Nein, weil es mir einfach so leid tut. Oh, da darf ich gar nicht hinhören. Plätten wir lieber Äste. Die haben kein Schmerzempfinden. Da kann ich mit leben, dass ich die zerhacke. So, sind hier immer noch Keiler? Jawohl. Ja, zumindest hat es großflächig Keiler vorkommen. Da müssen wir also nicht auf einen zu kleinen Bereich auf Respawn warten. Na gut, okay, der hat es aber auch keinen Kopf gebracht. Aber wir sind schon noch im richtigen Gebiet. Eigentlich. Eigentlich sind wir das. Gut, gehen wir mal wieder in die Richtung. Und hoffen, auf weitere Keiler zu treffen. Mehr oder minder erfolgreich. Na, kommt schon. Tut mir den Gefallen. Ich brauche nur noch zwei Köpfe. Nur noch zwei Keiler, wenn es gut läuft. Da ist doch einer. Komm her. Ich bitte dich darum. Aber nicht wieder betäuben. Nein, nein. Da stehe ich nicht drauf. Jawohl, ja. Noch einer. Kein Bär. Oh, kein Bär, habe ich gesagt. Könnt ihr denn nicht auf mich hören? Okay, hier bin ich jetzt auch wieder aus dem Gebiet raus. Muss ich dann ein wenig nach Süden. Gut, aber hier müssten wir eigentlich die andere Quest erledigen. Die anderen zwei Quests, fällt mir gerade auf. Gott, hat das wie... Die respawnen aber auch jede Sekunde gleich wieder, hat man so das Gefühl. Ja gut, machen wir zuerst noch die Quests, die gleich hier sind und kümmern uns um den letzten Keilerkopf erst danach. Ach, guckt's euch an. Da oben ist schon wieder eine Erzader. Ja, ich sehe schon, das Spiel will mir sagen, ich soll mehr handwerken. Versuche ich. Werde ich machen, liebes Spiel. Kann ich ja auch außerhalb der Folgen ein wenig leveln. Aber keine Sorge, die Level-Ups bewahre ich natürlich für euch auf. Nur damit ihr euch nicht wundert, wenn ich halt plötzlich mal ein Level höher bin oder so. Also fast ein Level höher als in der letzten Folge. Dann habe ich zwischendurch gehandwerkt. Und es gibt halt im Verhältnis zum Level immer noch ein gutes Stück an EP. Nicht enorm viel. Aber ja, ich habe schon gemerkt, man muss aufpassen. Sonst ist man schnell mal ein Level höher als vorher. So, und jetzt frage ich mich doch. Da müssen doch auch diese Materialien sein. Irgendwo hier. Ich habe bisher noch nichts gesehen. Ach doch. Die Räuber scheinen die bei sich zu haben. Ja gut, wen wundert es denn auch schon wieder? Die haben da natürlich schon wieder fleißig ihre Sachen zusammengeklaut. Die nehmen wirklich mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist schon krass. Das ist schon sehr krass. Naja. Deswegen müssen wir ihnen ja auch so dringend das Handwerk legen. Weil das einfach nicht geht, dass die hier alles zusammenklauen. Die armen Bauern und unschuldigen Leute von Bree. Das ist ja grausam, deren Hab und Gut an sich zu reißen. Oh, kommt her, ihr diebischen Elstern. Hier geblieben, da gibt's keine Flucht. Dafür ist es jetzt auch zu spät. Hättet ihr euch vorher überlegen sollen? So, da ist noch einer. Oh, ein Fernkämpfer. Ja, Fernkämpfer sollte ich nicht im Fernkampf angreifen. Wobei, ich glaube, selbst im Fernkampf wären die kein Problem. Die sind wirklich auch nicht so der Hit. Da gibt es deutlich schwerere Gegner. Wir können es ja mal ausprobieren. So, jetzt bleibe ich mal im Fernkampf. Oh, jetzt wird es ziemlich lange dauern. Ja, komm schon, zeig's ihm. Mrs. Berninger, du bist besser im Bogen, in der Bogenbeherrschung als dieser Typ da. Los. Na bitte, das war doch kein Problem. Schaffen wir also auch locker im Fernkampf. Aber der Nahkampf ist natürlich deutlich schneller und komfortabler für uns. So, haben wir die beiden Quests auch schon erledigt. Suchen wir uns also noch den letzten Keiler. Der müsste doch hier irgendwo rumstromern. Da kann man mir doch nichts sagen. Jawohl, da ist auch schon einer. Ich hoffe, du hast einen ersehnten Kopf bei dir.
Ich meine, ja, man sieht's ja, du hast einen Kopf. Aber der sollte das auch überstehen. Mist, habe ich einmal zu heftig auf den Schädel gehauen. So ein Pech. Aber das ist auch schon der nächste. Nur natürlich schade, dass wir zu viele mehr als wirklich unbedingt notwendig töten mussten. Das gefällt mir nicht. Ach, ein Glück, das Ganze ist erledigt. Bitte aufsteigen, Fräulein. Damit das Ganze hier ein wenig schneller geht. Ja, die Folge ist nämlich schon bald wieder vorbei. Ich denke, ich gebe jetzt die Quests noch ab. Nehme allfällige Quests an. Und dann gucken wir mal, dass wir die Folge beenden. Ja, dann ist auch schon wieder nur noch eine weitere, die ich aufnehmen muss. Und dann ist wieder Schluss für heute. Ja, ich kann mir teilweise echt schon überlegen, ob ich mal längere Sessions machen soll. Das finde ich dann immer ein bisschen doof, weil ich komme dann auch aus dem Konzept, was das Spiel angeht, was da in der letzten Session schon so passiert ist, wenn die zu lange ist und ja, falls Kommentare kommen, das ist in der aktuellen Zeit zwar sehr, sehr gering, dass da irgendwann mal Kommentare kommen, aber falls Kommentare kommen, möchte ich die gerne doch relativ zeitnah noch beantworten können. Schneider, hier haben wir tatsächlich noch eine Schneiderkunde. Die erhöht unsere kritische Chance, das ist sehr gut, das können wir machen, wenn wir uns wieder eine Rüstung herstellen. Und das ist Koch, das können wir nicht gebrauchen. Aber das hier nehmen wir sehr gerne. Oh, er hat eine Folgequest für uns. Ich verlange nicht viel von euch. Sammelt Wolfsfälle. Ja, okay, okay. Sie ist weiß, wir werden sie also, denke ich, schon machen. Es lohnt sich ja auch. Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Findet die Quelle. Oh, sieh an. Gibt's eine Keule. Eine Großaxt. Langsam werden die Sachen wieder besser. Müssen wir doch mal gucken, was wir dann nehmen. Oh, und bessere Stiefel gibt es dann auch noch. Die Quest nehmen wir also auf alle Fälle mal an. Dann gab es aber noch weitere Questgeber. Genau, du hier. Was benötigt ihr? Hast auch noch eine Quest zum Abgeben. Oh, und zum Annehmen. Zwei gleich. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Besiegt Dirk Rotdorn. Und eine, die wahrscheinlich noch damit zu tun hat, sammelt Arthurs Waren. Genau, das müsste dann auch am selben Ort sein. Genau. Dann noch die letzte Quest abgeben hier im Lager. Ach, und er hat auch schon wieder eine weitere. Sehr schön. Hat nicht ganz fürs Level gereicht, aber das wird es dann in der nächsten Folge bestimmt. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Holt robuste Ranken aus dem alten Wald. Was will denn machen mit den robusten Ranken? Naja, ihr könnt es euch durchlesen. Ich habe da nicht so die Lust dazu, gerade momentan. Vielleicht, wenn ich mich dann wieder durchgucke. Jedenfalls werden wir das alles erst das nächste Mal machen. Jetzt beende ich die Folge wieder, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.